kommen zu Top 3 der Tagesordnung, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre an hessischen Hochschulen und zur Verlängerung der Geltungsdauer des TUD-Gesetzes. Und als erstes hat sich die Kollegin Frau Eisenhardt von Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Ich bitte Sie ans Rednerpult. Dankeschön, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 2008, vor mehr als 10 Jahren, wurden den Hochschulen Gelder zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre im Rahmen eines eigenen Gesetzes zugestanden, um abgeschaffte Studiengebühren zu kompensieren. Inzwischen sind die Stärken und Schwächen des Gesetzes deutlich geworden, die Studiengebühren zum Glück abgeschafft, die neuen Herausforderungen und Aufgaben längst Teil der veränderten Lern- und Lehrlandschaft, und es wird Zeit, dieses Gesetz anzupassen. 92 Millionen € stehen den Hochschulen jährlich zur Verfügung, um zentral und dezentral Projekte wie interdisziplinäre Studienprojekte, Sprachkurse, studierendenfreundliche Bibliotheksöffnungszeiten, digitale Studiumsverwaltung, digitale Lehre, Schreibzentren oder neue Lehrkonzepte zu finanzieren. Die QSL-Mittel sind ein wichtiges Instrument an den Hochschulen geworden, um Lehre zu fördern und neue Formen der Lehre zu ermöglichen. Die Hochschulen haben Prozesse geschaffen, die Gelder effizient einzusetzen. Das hohe studentische Engagement und ihr unschlagbares Insiderwissen, wenn es um gute und um schlechte Lehre geht, sind ein wesentlicher Aspekt der Qualitätssicherung geworden. Ich weiß noch gut, wie dick die QSL-Ordner waren. Euer Engagement, liebe Studierende, ist für die Hochschule als Ganzes unverzichtbar, möchte ich sagen. Doch es gibt auch Probleme. Während Löhne und Studierendenzahlen steigen, sind die QSL-Mittel seit 12 Jahren unverändert. Damit wurden die Bedingungen in den QSL-Projekten immer prekärer. Viele Aufgaben zur Qualitätssicherung in der Lehre sind Daueraufgaben. Über QSL-Mittel wurden jedoch nur wenige Dauerstellen geschaffen. Der bürokratische Aufwand für semesterweise Antragstellung und Evaluation wird dem dauerhaften Charakter vieler Projekte eben nicht gerecht. Teilweise versickern die Gelder in der grundständigen Lehre, weil Mittel für Studium und Lehre allgemein knapp sind. Der vorliegende Gesetzentwurf löst diese Probleme nicht alleine, sondern packt sie gemeinsam mit Hochschulpakt und Hochschulgesetz an. Wir haben beim vorliegenden Gesetzentwurf die Finanzierung und die Organisation von Qualität in Studium und Lehre insgesamt in den Blick genommen. Wir wollen, dass die Mittel des QSL-Gesetzes ab 01.01.2021 im neuen Sockelbudget des Hochschulpakts verlässlich zur Verfügung stehen. Das ist der Anlass für den Gesetzentwurf heute. Und wir stellen die Weichen, dass die QSL-Strukturen in der nächsten Novelle auch ins HHG überführt werden können. Leider haben wir durch die äußeren Umstände hier im Plenum noch nicht über den Hessischen Hochschulpakt sprechen können. Deshalb lassen Sie mich einige Anmerkungen dazu machen. Der Pakt hat eine Rekordsumme von 11,2 Milliarden € im Vergleich zu rund 9 Milliarden € seines Vorgängers, und das bei gleichbleibender und teils sinkender Studierendenzahlen. Der Paradigmenwechsel in der Mittelverteilung und die jährliche Steigerung der Mittel um 4% sind historisch, im Ländervergleich außergewöhnlich. Sie sind Grundlage für bessere Arbeitsverhältnisse und die Verbesserung der Qualität in der Lehre. Mit dem neuen Profilbudget im Hochschulpakt werden erstmals aktiv die Erreichung von hochschulpolitischen Zielen in der Lehre gesteuert. Eine Kommission Studienerfolg sorgt für einen Best-Practice-Austausch zwischen den Hochschulen. Wir schaffen 300 neue Professuren für bessere Betreuungsverhältnisse. Ebenfalls erhöhen wir die Mittel, die aus dem Zukunftsvertrag für die Qualität in Studium und Lehre zur Verfügung stehen. Der vorgelegte Gesetzentwurf für das QSL-Gesetz ist Teil dieser Entwicklung der Verbesserung von Studium und Lehre. Der neue Gesetzentwurf bringt eine Weiterentwicklung in 4 wesentlichen Punkten. Erstens. Die QSL-Mittel sind grundsätzlich Teil des Globalhaushaltes der Hochschulen, ohne aufwendige Berichtspflichten an das Land.
Gleichzeitig bleibt die Zweckbindung für die Verbesserung von Studium und Lehre erhalten und damit auch die Kapazitätsneutralität. Ich weiß, dass es seitens der Hochschulleitungen durchaus den Wunsch gab, die Mittel ohne Zweckbindung ins Globalbudget zu überführen. Die fachlichen und nicht fachlichen Aufgaben im Bereich Studium und Lehre sind aus unserer Sicht aber so breit und wachsen stetig an, dass die Zweckbindung weiterhin nötig und richtig ist. Zweitens. Die QSL-Mittel steigen gemeinsam mit den Geldern aus dem Hochschulpakt. Für diese Laufzeit sind das, wie schon erwähnt, 4% jährliche Steigerung. Damit können endlich aus QSL-Stellen auch Dauerstellen mit Tarifsteigerungen planungssicher finanziert werden. Drittens. So wichtig dauerhafte Projekte und Programme zur Verbesserung der Lehre sind, braucht es auch Projekte für Innovation in der Lehre. Deshalb bleiben auch weiterhin mindestens 10% der Mittel auf zentraler und dezentraler Ebene für Innovation und Projekte zur Verfügung und werden auch weiterhin durch Kommissionen vergeben. Viertens. Die QSL-Kommissionen bleiben in ihrer jetzigen Zusammensetzung und Funktion erhalten, da sie sich bewährt hat. Wir wollen die QSL-Kommission jedoch weiterentwickeln. Die Kommissionen haben den Platz eines Instruments zur Partizipation und Gestaltung von Studium und Lehre eingenommen. Doch der Ort dafür ist eigentlich woanders. An vielen Hochschulen gibt es bereits Studienkommissionen. Beispielsweise an der Goethe-Universität sind diese fest an den Fachbereichen verankert. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, sie bei der nächsten Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes flächendeckend einzuführen. Die Studienkommissionen sollen eine echte Mitbestimmung über die Studierendenbedingungen ermöglichen. Für Studierende bedeutet die Reduzierung des Budgets der QSL-Kommissionen erst einmal ein Verlust von Mitbestimmungsmöglichkeiten. Das ist mir bewusst. Es wäre eleganter gewesen, das Hessische Hochschulgesetz zeitgleich mit dem QSL-Gesetz zu novellieren. Dann könnte ich heute auch die Stärkung der Mitbestimmungsrechte in den Studienkommissionen vorstellen. Doch die Prozesse Hochschulpakt und Hochschulgesetz sind leider weder von Landesseite noch von Hochschulseite parallel zu stemmen. Deshalb möchte ich die Studierenden um einen Vertrauensvorschuss bitten. Wir werden im nächsten Jahr im engen Austausch die Kompetenzen der Studienkommission im Sinne einer Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre im Hochschulgesetz verankern. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass der vorgelegte Gesetzentwurf auch das TU-Darmstadt-Gesetz verlängert, das wichtiger Bestandteil der Autonomie der TU Darmstadt ist. Die TU Darmstadt hat übrigens ein Verfahren geschaffen, wie QSL-Projekte in dauerhafte Programme überführt werden. Also das, was wir jetzt auch vorhaben. Der Gesetzentwurf hält damit auch einen Entwicklungsschritt, den den Hochschulen bereits eingesetzt hat. Ich bin gespannt auf die weiteren Beratungen und freue mich auf einen Austausch im Sinne der Lehrenden und Lernenden. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion darf ich nun Herrn Dr. Büger nach vorne bitten ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Gesetz, das gerade eingebracht worden ist, ist am Ende, man könnte es auch so nennen, eine Art Reparaturgesetz, denn es repariert Probleme, die seinerzeit unter anderem auch von den Grünen geschaffen worden sind, im Rahmen des Gesetzes 2008 zur Abschaffung der Studiengebühren und zur Ersetzung dieser 92 Millionen Euro. Es kommt sehr spät und es kommt dazu auch noch unvollständig. Und dann ist auch noch spannend, dass es mal wieder als ein Fraktionsgesetz kommt, an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es Dinge sind, die man beschleunigen möchte dort oder ob man vielleicht davor eine Anhörung hat sparen wollen. Auf jeden Fall, was sozusagen repariert ist. Im Jahr 2008 wurden seinerzeit die Studiengebühren abgeschafft. Die haben damals einen Betrag von 92 Millionen Euro betragen. Und dieses Geld wollte man, das verstehe ich sogar, den Hochschulen nicht wegnehmen. Und dann hat man einfach nur gesagt, genau diesen Betrag hineingeschrieben, den Betrag bekommen die entsprechenden Hochschulen. Seit dieser Zeit im Übrigen, seit 2008 sind die Studienzahlen in Hessen um 75% gestiegen. Wenn ich noch Tarifsteigerungen oder Inflation mit draufrechne, kommen noch lockere weitere 25% hinzu. Also sprich, das, was wir damals hineingeschrieben
gesteckt haben an Geld, ist kaum mehr die Hälfte wert, weil wir Steigerungen von 100% haben, auf die wir es entsprechend verteilen. Das heißt, eigentlich hat sich das ohnehin, was wir seinerzeit haben, halbiert als Wert pro Student. Insoweit kommt es, dass Sie es jetzt merken, sehr spät. Und der zweite Punkt ist dort, Sie haben von vornherein damals einen Sondertopf geschaffen mit einer eigenen Verwaltung und mit Beträgen, die von vornherein nur bedingt einsetzbar waren. Alles Probleme, die Sie seinerzeit geschaffen haben und wo eine Neuregelung überfällig sind. Dann passiert in den letzten 6 Jahren bei Ihnen gar nichts, und dann kommt ganz schnell ein Fraktionsgesetz. Das spricht insoweit leider negativ für sich. Und dann benennt ja sogar Ihr Gesetzentwurf das Problem, was da drin ist. Da steht nämlich drin, durch die Überführung dieser Programmmittel, sind ja Programmmittel, in Sockelbudget gewinnt vorhandenes Geld an Qualität. Ja, stimmt sogar, heißt nur andererseits, bisher hatte das Geld leider weniger Qualität, sonst könnte es ja nicht gewinnen daran. Und dann frage ich mich natürlich erstens, warum, wenn man diese Erkenntnis hat, wartet man so lange damit? Und zweitens, wenn das ja so ist, dass es eine schlechtere Qualität hat, ich habe ja nur zitiert, warum belässt man da noch 10% Programm bzw. Projektbudget drin? Beides ist völlig in sich widersprüchlich. Und wir kennen natürlich auch die Probleme dieses Projektbudgets. Wir haben z.B. keine Überprüfung, dass diese QSL-Mittel an jeder Stelle, wir bestreiten gar nicht, dass an mancher Stelle sie ist, zur Steigerung von Qualität eingesetzt werden. Da werden durchaus Programme gestartet, wo man eine politische Motivation der Projekte dahinter, sagen wir so, nicht abstreiten kann. Da gibt es, also die wenigsten sagen im Übrigen ganz transparent auf Webseiten, für was sie es genau eingesetzt haben. Aber da, wo ich etwas gefunden habe, da war es Innovation und Synergien für Genderlehre und Georg Büchner Debattierclub. Mag im Einzelfall sogar sinnvoll sein, aber ob das immer wirklich Programme sind, die von vornherein Verbesserung der Qualität von Lehre, von Lehrveranstaltungen, die ich dort habe, dazu beiträgt, da will ich mal ein Fragezeichen machen. Und denn das große Problem und das große Thema ist doch für uns, wie kann die Qualität der Lehre verbessert werden? Und dass da viel in Hessen im Argen liegt, wissen wir. Wir sind am vorletzten Platz bei der Betreuungsquote von allen 16 Ländern, und wir wissen, dass wir hier ein massives Problem haben. Aber wenn ich das angehen will, was muss ich denn dort tun? Ich muss erstens einmal Qualitätskriterien festlegen. Wenn ich gar keine Kriterien habe, dann weiß ich nicht, ob es gut ist. Zweitens muss ich dann auch mal flächendeckend messen, wie stark diese Kriterien überhaupt erfüllt sind. Wenn ich das gar nicht messe, weiß ich gar nicht, was ein Problem ist. Dann bitte einmal drittens die Ergebnisse transparent machen. Ich frage schon seit Jahren, dass man mal überall sagen kann, wo ist denn eigentlich Qualität, wie, und dann wird auf Datenschutz und anderes verwiesen. Und viertens brauche ich dann dort, wo Qualität schlecht ist, konkrete Maßnahmen, um sie dort zu verbessern und nicht allgemeine Programme. Und ich brauche vielleicht auch Anreize, dass dort, wo Qualität gut ist, ich sage, da belohne ich das. Und wo könnte ich diese Anreize besser schaffen? Weil, Sie haben sich ja sogar erwähnt, den Hochschulpakt finde ich auch sehr schade, dass wir als Parlament da so ganz auch in der Diskussion aus uns vorgehalten worden sind. Aber das haben mehr Sie zu verantworten als wir. An uns hat es definitiv nicht gelegen, dass wir es nicht diskutiert haben. Definitiv nicht. Und dann kann durchaus am Ende auch ein paritätisch besetztes Gremium dort sein, um zu sagen, um mal zu gucken, ob diese Kriterien eingehalten werden und welche Maßnahmen wir machen. Aber dazu genau, und gerade zu dem Thema der Anreize für die Lehre, da wäre ja genau der Hochschulpakt das richtige Instrument. Und dann müsste man ja mal genau Dinge drin haben, wo wir sagen, da weisen wir ja Mittel zu, und die weisen wir ganz speziell zu nach der Frage, wie gut dort Lehre ist. Und nicht, ich mache ein Programm, mit dem man vielleicht Lehre verbessern kann. Das ist nicht an der Stelle ein Anreiz. Sondern was haben Sie getan? Sie haben es doch sogar erwähnt, was Sie noch historisch genannt haben. Ich komme über den Begriff eh noch nicht richtig drüber hinweg. Wenn Sie da, wo wir 75% mal mehr Studenten haben, 4% erhöhen, das ist historisch. Aber sei es jetzt drum, den Sockelbetrag, den haben Sie ganz stark dort eingeführt im neuen Hochschulpakt. Aber Sockelbeträge, Frau Eisenach, sind doch eines sicherlich nicht. Sie sind nicht leistungsfördernd, weil Sockelbeträge werden völlig unabhängig von Leistung gewährt. Völlig unabhängig. Leistungsfördernd wäre zu sagen, da ist eine gute Leistung und dafür geben wir was. Das ist im Forschungsbereich durchaus so, im Bereich Drittmittel und Ähnliches. Aber im Bereich, am anderen Bereich des Hochschulpakts, da haben Sie viel stärker auf Sockelbeträge gesetzt, anstatt auf Beträge, die wirklich mit konkreten Studienzahlen und auch mit Leistung in der Lehre zu tun haben. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass etliche Versäumnisse da sind. Und dieses Gesetz benennt Probleme,
beseitigt, repariert einen kleinen Teil der Versäumnisse, dass man nämlich wenigstens sagt, das Projektbudget macht man kleiner und man tut es in den normalen Bereich entsprechend hinein. Aber mehr tut es auch nicht an dieser Stelle. Und es ist maximal, wenn ich sehr gutwillig bin, ein erster kleiner Schritt, wo mal mindestens drei große Schritte nötig wären, um uns von einer vorletzten Position im Bereich der Lehre mal ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Ich bin immer gespannt auf die Anhörung dazu. Wie gesagt, Regierungsanhörung sollte es ja an dieser Stelle nicht geben. Aber das Hauptproblem ist hier, da wo wirklich, und da sind wir sogar mal einer Meinung, Frau Eisenhardt, eine große Reform nötig wäre, weil viel im Argen liegt. Da kommen Sie mit einem kleinen Reformchen und sagen dann noch in Ihrer Rede, hier seien Dinge historisch. Historisch ist ja gar nichts, außer dass wir eine große Reform brauchen. Dieser Schritt ist auf jeden Fall viel zu wenig dafür. Danke sehr. Als nächstes erteile ich Herrn Dr. Grobe von der AfD das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Bei der Verlängerung der Geltungsdauer des Technischen Universitäts Darmstadt-Gesetzes, kurz TUD-Gesetz, können wir es kurz machen, Zustimmung. Leider hat aber die Hessische Landesregierung das Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre an den hessischen Hochschulen, also dem QSL-Gesetz, zusammen mit dem TUD-Gesetz verknüpft. Und hier sind für uns noch einige Fragen offen, bzw. es besteht Kritik. Wesentliche Neuerung dieses Gesetzentwurfs scheint es zu sein, dass die bisher gewährten konstanten QSL-Mittel in Höhe von 2 x 46 Millionen € pro Jahr nunmehr der Grundfinanzierung im Rahmen des Hochschulpaktes hinzugefügt werden. Dies führt letztlich zu ihrer begrüßenswerten Dynamisierung. Positiv hervorzuheben ist, dass durch die Integration der QSL-Mittel in den Rahmen der Grundfinanzierung den Hochschulen möglicherweise Dauerstellen für die Lehre sowie eine damit einhergehende Verbesserung der Betreuungsrelation geschaffen werden kann. Aber das bleibt abzuwarten. Professor Klaus Behler vom Hessischen Hochschullehrerbund sieht die Zusammenlegung verschiedener Budgets wie das Grundbudget, die QSL-Mittel und die Landesmittel aus der Bund-Länder-Vereinbarung zu einem Sockelbudget dagegen kritisch. Er befürchtet große interne Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen an den Hochschulen und dem bevorzugten Ausbau billiger Studiengänge. Das wäre laut Hochschullehrerbund volkswirtschaftlich, gesellschaftlich und technologisch mittelfristig natürlich eine Katastrophe. Der Hochschullehrerbund fordert da eine klare inhaltliche Strategie der Präsidien. Zitat Ende. Und dem können wir uns anschließen. Denn aus der Gesetzesänderung geht hervor, dass mindestens 10% der den Hochschulen zweckgebunden zur Verfügung gestellten Mittel für, Zitat, innovative, interdisziplinäre und studentische Projekte verwendet werden können. Was sich dahinter verbirgt, lässt sehr viel Spielraum zur Interpretation offen, meine Damen und Herren. Denn die Gesetzesänderung spricht von mindestens 10%. Das heißt, dass für solche Projekte auch deutlich mehr ausgegeben werden kann. Mittel, die dann zwangsläufig für andere wichtige Vorhaben fehlen. Und hier sind wir beim eigentlichen Thema. Denn nicht nur der Umfang, sondern auch die Zweckbestimmung sind sehr vage gehalten. Sie eröffnen unseres Erachtens nicht wissenschaftlichen Programmen wie etwa der Initiierung sogenannter gendersensibler oder interkultureller Projekte Tür und Tor. Damit wird die Sozialpädagogisierung der Hochschulen weiter vorangetrieben. Und diese lehnen wir ab. Es gilt nämlich ausschließlich, die Wissenschaft zu fördern, meine Damen und Herren. Ein weiterer Kritikpunkt unsererseits betrifft die Verfahrensregeln zur Vergabe dieser Projektmittel. Diese wirken bürokratisch und ineffektiv. Gerade durch dieses bürokratische Prozedere in Verbindung mit der unpräzisen Zweckbestimmung für die Mittel dürfte viel unnützes Papier von Studienkommission, Präsidium und Senat produziert werden. Es würde unseres Erachtens vollkommen genügen, wenn die Studienkommission drei Vorschläge vorlegt, von denen dann einer natürlich mit Abänderungsvorbehalt vom Präsidium beschlossen wird. Obwohl wir gerne der Verlängerung des TUD-Gesetzes zustimmen würden, können wir uns mit der Verknüpfung mit dem QSL-Gesetz bei diesem Gesetzentwurf leider nur enthalten. Denn der Gesetzentwurf selbst ist letztlich recht inhaltsarm und schichtet im Wesentlichen nur Fördermittel um.
Jetzt möchte ich noch etwas zu Herrn Müller von der CDU sagen. Erliegen Sie nicht jeder Falschmeldung, die in den Medien kursieren. Lesen Sie unsere heutige Pressemitteilung, aber lesen will gelernt sein. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion darf ich Frau Dr. Sommer nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit Jahren steigt die Zahl der Studierenden kontinuierlich an, mit gravierenden Konsequenzen für Studienbedingungen und auch Qualität in der Lehre, Vorlesungen in völlig überfüllten Hörsälen, Lehrveranstaltungen mit Hunderten von Studierenden, überlastete Lehrende, eine unzureichende Betreuungsrelation. Das erschwert ein Studium in der Regelstudienzeit, und das macht deutlich, dass hier einiges im Argen liegt, meine Damen und Herren. Trotz des Gesetzentwurfs herrscht große Verunsicherung darüber, wie es jetzt mit den Mitteln zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre, also den QSL-Mitteln, weitergeht. Die sollen ja für die Verbesserung der Lehr- und Studiensituation sein. Und Sie setzen jetzt einfach das um, was in Ihrem COA-Vertrag steht. Und das ist nicht mehr und nicht weniger, meine Damen und Herren. Aber hätten Sie nicht den zweiten Schritt, also Sie machen jetzt den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt. Und Frau Eisenhardt hat das ja sogar eben noch einmal eingeräumt. Sie hätten zunächst die gesetzliche Grundlage im Hochschulgesetz mit der Definition der Studienkommissionen schaffen müssen, bevor Sie dieses Gesetz auf den Weg bringen. Und so ist eben, sind die QSL-Mittel verschwinden so in einem Zauberkessel namens Grundbudget, aber die für die Verteilung des Zaubertranks erforderlichen Änderungen im Hochschulgesetz, die erfolgen erst in zwei Jahren. Und Sie müssen auch noch einmal erklären, die QSL-Mittel verschwinden jetzt mit in der Steigerung zur Grundfinanzierung. Und da wüssten wir schon gern mal, wie sieht das mit der Betreuungsrelation aus? Wie hängt das mit den QSL-Mitteln tatsächlich zusammen? Bis jetzt sehen wir da von Ihnen noch nichts Konkretes. Irgendwie beschleicht einen dann das Gefühl, Sie werfen jetzt alles in einen Topf und auch und der Aufwuchs der Grundfinanzierung wird dann aus Umschichtungen finanziert. Deswegen da wünschen wir uns mehr Transparenz. Denn wer sagt denn, dass die Mittel für unbefristete Stellen und für Studieprojekte tatsächlich eingesetzt werden? Klar, Sie haben da die Zweckbestimmung drin, keine Ahnung, aber keine Frage. Aber was passiert denn in 2021? Läuft alles erst einmal weiter wie bisher, wenn eine Mitsprache erst 2022 in der Novellierung des Hochschulgesetzes geregelt wird? Oder was ändern Sie? Wo sind Ihre konkreten Regelungen dazu? Also, da sind noch viele Fragen offen. Und deswegen hätten wir da gerne noch einmal konkrete Äußerungen von Ihnen. Und dann möchte ich auch noch einmal sagen, gute Lehre braucht gute Unterstützung und gute Betreuung vor allen Dingen der Studierenden auch, damit wir auch gute Abschlüsse bekommen. Und bezüglich der Betreuung bzw. der Betreuungsrelation will ich auch noch einmal darauf hinweisen an die Ergebnisse des Unibarometers im letzten Jahr. Hessen ist auf dem vorletzten Platz der kompletten Bundesländer gelandet. Das ist ein Armutszeugnis für die hessische Landesregierung, die es eben nicht geschafft hat, den Mittelbau angemessen auszustatten und die Betreuung zu garantieren. Und um diese Betreuung geht es ja auch bei den QSL-Mitteln. Wir wissen alle, dass die Studierendenzahlen in den letzten Jahren gestiegen sind, und das Personal hat eben dort nicht Schritt gehalten, weil sich eben auch die Grundfinanzierung bislang nicht verbessert hatte. Und deswegen kann man, glaube ich, hier den Hochschulen gar keinen Vorwurf machen, weil sie eben keine Möglichkeit hatten. Ich möchte aber noch einmal
genau darauf hinweisen, dass dieser Qualitätspakt Lehre genau diese professionelle oder professionalisierte Betreuungs- und Unterstützungsangebote, dass diese ausgebaut werden sollten, dass Tutorien ausgebaut werden sollten, dass es hier um die Verbesserung der Studierfähigkeit geht. Und da darf man eben die Betreuungsrelation nicht außer Acht lassen, meine Damen und Herren. Und deswegen ist die Stärkung des Mittelbaus, und zwar in einer adäquaten sächlichen und personellen Ausstattung, unabdingbar. Und in der Drucksache 13/21 aus 20 ist zu lesen, dass der Hauptanteil der QSL-Mittel bei allen Hochschulen entsprechend der gesetzlichen Festlegung der Verbesserung der Betreuungsintensität von Studierenden zugutekommt. Da können Sie auch noch einmal nachgucken, Herr Kollege Büger. Das ist auch gut so. Für uns ist aber die Frage, ob das dann auch weiterhin so gewährleistet wird. Wie gesagt, wenn man eben das eine vor dem anderen macht, wir sind da gespannt. Wir finden auch eigentlich gut, dass im Gesetz steht, dass man eine paritätische Beteiligung von Studierenden will. Das hört sich erst einmal positiv an. Was verwundert ist, ist aber dann, dass im Gesetzentwurf lediglich dort geschrieben steht, dass die paritätisch besetzten Studienkommissionen mitberaten und mitgestalten können. Müssen wir daraus schlussfolgern, und das ist eine ernst gemeinte Frage, dass sie nicht mitentscheiden dürfen, weil innerhalb der regulären Gouvernanzstrukturen der Hochschulen diese Entscheidungen erfolgen? Falls das der Fall sein sollte, beschneidet man nämlich die Studierenden in einer echten Mitbestimmung. Und Frau Eisenhardt, Sie haben ja selber gesagt, wie wichtig die Mitbestimmung und Gestaltung ist. Deswegen hätten wir hier auch noch einmal, wenn möglich, eine konkrete, also einfach besser ausformuliert, was Sie hier wollen, weil das wäre uns ganz wichtig, dass die Studierenden wirklich Anteil daran haben. Ich glaube, dass dürfen wir nicht unberücksichtigt lassen. Ja, bitte sagen Sie uns, wie konkret sichergestellt werden soll, dass die Mittel in der Qualitätssicherung und in der Lehre ankommen. Im Moment sieht es für uns eben so aus, als würden Sie die Mittel nur verschieben, statt Hochschulen wirklich besser ausstatten zu wollen. Hochschulen verfügen unserer Ansicht nach eben nicht über ein auskömmliches Budget, auch wenn die Damen und Herren das von der Landesregierung sicherlich anders sehen. Aber gute Betreuung und damit gute Lehre bzw. eine gute Qualität in der Lehre kann nur umgesetzt werden, wenn man die entsprechenden Ressourcen hat, und zwar vor allen Dingen auch eine gute Personalausstattung. Und nur mit einer besseren Beteiligung von Studierenden und insbesondere der Stärkung des Mittelbaus kann die Lehre optimiert und die Betreuung von Studierenden verbessert werden, damit Probleme und Hindernisse im Studienverlauf verringert werden, Studienabbrüche verhindert werden und der Studienerfolg gelingen kann. Und wenn man sich die Studienerfolgsquote anschaut, dann sieht man auch hier, wir haben noch ganz schön viel Luft nach oben. Da sind wir zwar nicht Schlusslicht, aber im Mittelfeld. Das gibt uns doch ein Zeichen, dass wir hier noch ein bisschen was machen müssen. Sie sehen, das Land Hessen hat in seiner Hochschulpolitik Luft nach oben. Und auch bei diesem Gesetz wird die Anhörung zeigen, ob Ihr Weg zum Ziel führt. Beim Ziel für gute Lehre, für Qualität in der Lehre und für bessere Betreuungsrelationen sind wir an Ihrer Seite. Ob wir denselben Weg mitgehen, darüber müssen wir dann in der folgenden Debatte noch drüber sprechen. Herzlichen Dank. Für die Linken darf ich Frau Fraktionsvorsitzende Wissler nach vorne bitten. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte auch noch einmal auf den Ursprung dieses Gesetzes kurz eingehen. Weil das sogenannte QSL-Gesetz, also das Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehrer an hessischen Hochschulen, ist ja erst einmal ein Titel, der sehr technisch klingt. Aber ich will darauf hinweisen, dass es tatsächlich ein historisches Gesetz seinerzeit war, 2008. Weil eben 2008 wir in diesem Haus die Entscheidung getroffen haben, die Studiengebühren abzuschaffen. Und dieser Gesetzentwurf hat den Hochschulen die wegfallenden Mittel kompensiert. Und
Ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen im Haus auch so. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich in über 12 Jahren Zugehörigkeit zum Hessischen Landtag niemals so gerne meine Hand für einen Gesetzentwurf gehoben habe wie zu diesem Gesetz. Geht vielleicht nicht allen im Haus so, aber ich denke, für viele war das damals wirklich eine große Errungenschaft, dass wir diese bildungspolitische Verwirrung aus der Ära Roland Kochs beheben konnten. Von daher ist es ein historisches Gesetz, über das wir reden. Und es war damals sehr, sehr notwendig und sehr richtig. Wir haben 4 Lesungen dafür gebraucht, okay, aber. Aber man muss auch sagen, es ist nicht nur ein Erfolg, der in diesem Haus erzielt wurde, sondern es waren vor allem die Studierenden, die sich 2 Jahre lang gegen Studiengebühren gewehrt haben und auch Verbündete in den Gewerkschaften, Initiativen, Studierende, die damals Straßen besetzt haben und Autobahnen. Ich erinnere mich an Menschen, die haben damals ein Wissenschaftsministerium besetzt. Ja, heute ist die Hausbesetzerin die Ministerin. Wir haben 80.000 Unterschriften damals gesammelt zur Abschaffung der Studiengebühren. Und deshalb finde ich, kann man da schon noch einmal daran erinnern, dass damals mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken die Studiengebühren abgeschafft wurden. Das zeigt, dass Veränderung möglich ist. Und wir haben es ja nicht nur in Hessen geschafft, sondern Hessen war damals der Beginn davon, dass man Studiengebühren bundesweit wieder abgeschafft hat. Und ich finde, das ist ein großer Erfolg, den wir hier damals beschlossen haben. So, aber jetzt genug der Sentimentalität, das muss auch mal sein. Richtig ist, und darauf wurde hingewiesen, dass das Gesetz noch immer auf dem gleichen Stand ist, wie eben die Einnahmen durch Studiengebühren 2008 waren, oder 2007 damals, nämlich die 92 Millionen Euro. Das war damals die Höhe der Studiengebühren, und auf der Höhe ist dieses Gesetz eben seitdem eingefroren. Und diese Mittel, das haben wir ja damals lang und breit diskutiert, wie können wir die verwenden, wie können wir das schaffen, dass die Hochschulen diese Mittel eben auch wirklich zu einer Verbesserung der Qualität der Lehre und des Studiums nutzen können. Und damals haben wir eben auch festgelegt, dass es eben eine studentische Mitbestimmung bei der Vergabe der Mittel geben soll, um eben auch die Demokratie an den Hochschulen zu stärken. Und es ist ja so, dass die Hochschulen eben diese Mittel selber verteilen innerhalb der Hochschule. Jetzt gab es in den Jahren danach auch immer mal eine Debatte darüber, werden diese Mittel eigentlich wirklich werden die so genutzt, wie sie eigentlich genutzt werden sollten, weil wir natürlich auch die Situation hatten, dass durch die chronische Unterfinanzierung von Hochschulen natürlich auch immer mal wieder QSL-Mittel in andere Bereiche oder zumindest den Verdacht gab, dass es in andere Bereiche fließt, was ich den Hochschulen gar nicht vorwerfe, weil natürlich angesichts der Hochschulfinanzierung und ich erinnere mich noch damals an die Kürzung der Mittel im damaligen Hochschulpakt natürlich einfach die Unterfinanzierung so eklatant war. Deswegen, grundsätzlich ist das total richtig zu sagen, wir müssen die QSL-Mittel dynamisieren und wir müssen die anwachsen lassen, weil natürlich die 92 Millionen Euro im Jahr 2008 eine ganz andere Summe war, als sie im Jahr 2020 ist. Das ist richtig. Ich habe ein paar offene Fragen, die, glaube ich, dann eben auch mal im Anhörungsprozess klären muss, zu der Frage Überführung in die Grundfinanzierung zum Sockelbudget. Da gibt es ein paar konkrete Fragen, auch zu der Frage der studentischen Beteiligung. Da ist mir auch noch nicht ganz klar. Da gibt es, ist mein Eindruck, auch ein bisschen Verunsicherung an den Hochschulen, ob die studentische Beteiligung in dem Bereich so erhalten bleibt. Können wir diskutieren im Ausschuss. Grundsätzlich will ich noch einmal sagen, dass natürlich dadurch, dass die Studierendenzahlen so stark gestiegen sind in Hessen, ist die Erhöhung der Grundfinanzierung um 4% natürlich bei weitem nicht bedarfsdeckend angesichts der Steigerung der Studierenden. Und es ist darauf hingewiesen worden, dass wir, was die Betreuungsrelation an hessischen Hochschulen angeht, auf dem vorletzten Platz sind bundesweit. Also wir einfach eine wirklich schlechte Personalsituation haben. Und darauf hat ja auch Kollegin Eisen hat schon vorhin hingewiesen, dass wir die Situation haben, dass eben diese kurzfristig vergebenen Mittel, also die, mit denen man nicht langfristig planen kann, immer auch zu kurzfristiger Beschäftigung führen. Weshalb ich ja noch einmal sehr darum werbe, dass wir uns grundsätzlich noch einmal mit der Frage der Hochschulfinanzierung auseinandersetzen. Weil ich finde, zum einen das ist es eine Frage des Volumens, dass Hochschulen unterfinanziert sind. Zum anderen ist es aber auch eine Frage,
Frage, wie die Mittel eben vergeben werden. Und da ist eben der wachsende Anteil von Drittmitteln in der Hochschulfinanzierung. Ja, auch teilweise Drittmittel, die durch Landesprogramme wie LOEWE vergeben werden, bringen eben das Problem, dass die Hochschulen nicht vernünftig planen können. Also von daher, weil das muss man ja auch sehen, dass die QSL-Mittel ja ein kleiner Teil sind in der Hochschulfinanzierung. Ja, ist ein wichtiger Teil, weil es damals natürlich auch notwendig war, zu sagen, die Hochschulen sollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben, sondern das soll ausgeglichen werden. Aber im Gesamt ist es natürlich jetzt nicht so ein ganz großer Teil der Hochschulfinanzierung. Also von daher, historisches Gesetz, das wir hier verändern. Gut, ich meine, vielleicht hätte man es damals gleich auch dynamisieren sollen, aber gut, hätte man damals auch überlegen können. Aber es war trotzdem ein gutes Gesetz, es war ein wichtiges Gesetz und es war absolut sinnvoll, das zu machen. Aber jetzt nach 12 Jahren zu sagen, dass diese Mittel erhöht werden müssen, ist absolut richtig. Im Detail haben wir ein paar Fragen, aber die Dynamisierung im Grundsatz ist richtig. Und zum TOD-Gesetz gibt es nicht allzu viel zu sagen, weil das wird einfach nur verlängert und wir werden das nächstes Jahr gemeinsam mit dem Hessischen Hochschulgesetz dann wohl novellieren. Von daher diskutieren wir das TOD-Gesetz dann, wenn die Novelle vorliegt. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion darf ich Herrn Hofmeister nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ja, auch in herausfordernden Zeiten müssen wir unsere Hochschulen als Orte der Innovation, als Fundament für exzellente Wissenschaft und Forschung und damit für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt unseres Landes im Blick halten. Und, meine Damen und Herren, die Opposition versucht das natürlich an dem Punkt immer wieder, ein Stück weit unsere Hochschullandschaft schlecht zu reden. Und das mag jetzt ein Stück weit ins Aufgabengebiet fallen oder auch ins Pflichtenheft. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir allein einmal den Studierendenaufwuchs der letzten bald 20 Jahre uns betrachten in Hessen, dann zeigt das eines, dass unsere Hochschulen Großartiges leisten und dass mit den Mitteln Hervorragendes geleistet wurde und wir dieses Themenfeld natürlich auch weiterhin im Blick haben. Und, meine Damen und Herren, Hessen hat mit den stärksten Zuwachs im Vergleich aller Bundesländer bei den Studierendenzahlen. Ich habe Ihnen das schon einmal gesagt. Warum ist das denn so? Weil die hessischen Hochschulen so schlecht sind? Nein, eben nicht, weil sie attraktive Orte einer akademischen Bildung sind. Und das ist der Punkt, den Sie an der Stelle vielleicht auch einmal zur Kenntnis nehmen dürfen. Und, meine Damen und Herren, es hat sich in Hessen auch bewährt, die Autonomie der Hochschulen. Dass wir eben nicht aus Wiesbaden Detailsteuerung betreiben und aus dem HMWK heraus sagen, was wir uns jetzt genau wünschen. Und Herr Dr. Grobe, da ist nämlich auch Ihr Punkt, wenn Sie meinen, wir würden hier in ein Gesetz schreiben, was eventuell an Lehr- oder Lerninhalten dann an der Hochschule vermittelt wird, so wie Sie es wollen, gleich gar nicht. Aber auch ansonsten werden wir hier sicherlich keine Detailvorschriften für Vorlesungen an Hochschulen machen. Das geht mit uns so nicht. Und, meine Damen und Herren, es ist doch nicht so, dass die Hochschulfinanzierung erst mit dem Jahr 2020 in dieser jetzt mittlerweile über 6 Jahren laufenden Koalition Thema wurde. Sie war auch zuvor schon klar im Fokus. Und, meine Damen und Herren, wir haben uns noch einmal dazu bekannt, jetzt in der Neuauflage der Koalition, dass wir die Hochschulfinanzierung weiter stärken. Und Herr Dr. Büger, wir machen hier keine Vergangenheitsbewältigung. Also, das führt aus meiner Sicht nicht weiter. Wir entwickeln hier sinnvoll weiter. Wir entwickeln hier sinnvoll weiter und setzen den Koalitionsvertrag um. Das ist doch genau das, was Sie von einer solchen Koalition erwarten können, dass wir das, was wir vorher schreiben, dann entsprechend auch umsetzen. Ich weiß gar nicht, was daran zu kritisieren ist. Und, meine Damen und Herren, es ist ein Zwischenschritt, ja, in der Tat. Aber ich muss mal an der Stelle sehr klar und deutlich sagen, ich bin der Staatsministerin Angela Dorn und Staatssekretärin Eisenhower sehr dankbar, dass sie in konstruktiven, aber auch kritischen Verhandlungen, das gehört dazu, mit unseren staatlichen hessischen Hochschulen einen hervorragenden Hochschulpakt 2021 bis 2025 ausgearbeitet haben, wirklich hervorragend und damit eine weitere Stärkung unserer Hochschullandschaft erzielen. Und das wäre ja hier im Plenum auch ausführlich zur Debatte gekommen, wenn uns da nicht so ein Virus dazwischen gekommen wäre, weil im März
Plenum wäre das groß hier natürlich debattiert worden. Aber es ist halt nun mal leider so gekommen. Deshalb konnten wir nicht jetzt an der Stelle in die Tiefe einsteigen. Aber es steht ja auch jedem frei, das hier noch einmal entsprechend zu setzen. Wir können es aber zumindest an dieser Stelle mit dem QSL-Gesetz ein Stück weit thematisieren. Und ich danke nochmals sehr herzlich, dass diese Verhandlungen so zu einem Erfolg geführt haben. Kollegin Eisenhardt hat vorhin darauf hingewiesen, 11,2 Milliarden €. Das ist ein Riesenzeichen für unsere hessische Hochschullandschaft. Das wird Wirkung entfalten, noch einmal zusätzlich. Und, Herr Dr. Büger, da können Sie sich auch einmal darüber freuen. Das ist nämlich ein tolles Zeichen. Und dann hören wir ja nicht auf beim Hochschulpakt. Zur Betrachtung der Hochschullandschaft gehört Heureka, dazu gehört Löwe. Dazu gehören auch die Fragen, dass wir weitere Professorenstellen schaffen werden und einen Mittelbau an den HAWs. Also da gibt es so viel, was wir in diesen Koalitionsvertrag nicht nur reingeschrieben haben, sondern es auch entsprechend Stück für Stück abarbeiten. Und, meine Damen und Herren, wir haben etwas geschaffen mit diesem neuen Hochschulpakt, nämlich Planungssicherheit für die nächsten 5 Jahre, für Lehrende, für Studierende und für alle weiteren Hochschulangehörigen. Und, meine Damen und Herren, es ist am Ende so, die Überführung der Leistungen nach dem QSL-Gesetz in die Grundfinanzierung wird die Qualitäten der Lehre stärken, und sie wird gleichzeitig auch ein Stück weit den Bewirtschaftungsaufwand reduzieren für die Hochschulen. Auch das ist durchaus ein Wert. Und wenn Sie den Gesetzentwurf gerade in den Absätzen 3 und 4 entsprechend zur Kenntnis nehmen, dann sehen Sie auch dort, wie wir die Einbindung der Studierenden weiterhin sicherstellen wollen, ja nicht nur sicherstellen wollen, sondern sogar stärken wollen. Also von daher ist auch dieses schon in den Gesetzentwurf abgebildet. Aber es gibt ja dann noch die Möglichkeit, das Ganze in der Anhörung weiter zu thematisieren. Und, meine Damen und Herren, ein Hochschulpakt ist doch nicht etwas, was man so nebenbei mal macht. Das ist eine Riesenbelastung auch für die Hochschulleitungen, die ja in intensivsten Sitzungen mit dem HMWK zusammensaßen, um hier am Ende Regelungen zu treffen. Dass man da nicht parallel auch noch das HHG komplett neu aufsetzen kann, das ist doch, es ist doch logisch an der Stelle. Und deshalb müssen wir eben diesen Zwischenschritt jetzt einlegen, QSL-Gesetz anpassen letztendlich an Hochschulpakt, und dann 2022 erfolgt das, oder wird das neue HHG in Kraft treten. Dort ist dann das, was wir heute bzw. hier vorlegen und dann später beschließen, hoffentlich nach der Anhörung, ist es dann abgebildet. Und dann werden wir hier die hessische Hochschullandschaft weiterhin erfolgreich gestalten. Und wir können uns freuen, dass wir eine solch tolle Studierende auf der einen Seite, aber auch tolle Lehrende haben. Und die werden weiterhin profitieren, auch von dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf. Und es gilt dabei immer wieder die Frage Gründlichkeit vor Schnelligkeit, sinnvolle Arbeitsschritte. Und deshalb ist auch das mit dem TOD-Gesetz so geregelt, dass wir hier noch einmal ein Jahr dranhängen und das mit dem HAG gemeinsam machen. Und dann werden wir hier weiterhin erfolgreich arbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, die Masken erfreuen sich großer Beliebtheit. Das ist gut so. Und ich darf jetzt Frau Staatsministerin Dorn das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die kontinuierliche, die konsequente Verbesserung der Studienbedingungen, der Qualität der Lehre ist eines unserer wichtigsten hochschulpolitischen Ziele. Und dabei sind die QSL-Mittel, und da bin ich in der Übereinstimmung mit der Abg. Wissler, ein historisches Gesetz damals, dafür bildeten und bilden die QSL-Mittel ein wichtiges Instrument in finanzieller Hinsicht, aber auch in der Frage der studentischen Mitbestimmung. Denn für uns, und das ist, glaube ich, der Unterschied zum Abgeordneten der AfD, ist das kein sinnloses Papier, sondern echte studentische Mitbestimmung, die in weiten Teilen die QSL-Mittel sehr weit getragen hat in den letzten Jahren. Und das ist auch sehr gut so. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gehen wir bei einer Transformation der QSL-Mittel. Unser Baby wird sozusagen jetzt erwachsen. Und das ist auch wichtig. Und es hat gewirkt, dieses Baby, diese QSL-Mittel, denn sie gehen jetzt tatsächlich im Kontext des neuen Hochschulpaktes in der Zweckbestimmung, in der Systematik voll auf. Und insofern haben wir einen Systemwechsel geschafft, in dem die QSL-Mittel in der Grundidee, die war sehr richtig, nun volle Wirkung entfalten. Wir haben mit dem Hochschulpakt 2021 bis 2025 ein Rekordvolumen aufgestellt, 11,2 Milliarden Euro, 2 Milliarden Euro zusätzlich. Frau Kollegin Sommer, Sie hatten gefragt, ob das eine Umschichtung ist. 2 Milliarden Euro zusätzliche Landesmittel. Und ja,
Herr Kollege Büger, die Abgeordnete Eisenhardt hat von historisch geredet. Ja, das ist historisch. Und auch ich bedauere es etwas, dass durch Corona diese Debatte sozusagen entfallen ist. Aber ich bin mir sicher, dass die ganzen nächsten Jahre uns dieser Hochschulpakt noch weiter begleiten wird, weil er ist ja die Grundlage dessen, wie die Hochschulen in den kommenden Jahren finanziert sind. Wir haben nämlich dort einen Systemwechsel geschaffen, einen Systemwechsel, in dem wir erst einmal einen verlässlichen Sockel gebildet haben, einen verlässlichen Sockel, der jährlich um 4% wächst, eine echte Dynamisierung, also eine echte zusätzliche Mittel, Frau Kollegin Sommer, und keine Verschiebung. Das Sockelbudget umfasst das bisherige Grundbudget, die sogenannten QSL-Mittel, über die wir heute sprechen, als auch die Mittel des Bund-Länder, jetzt neu genannt Zukunftsvertrages. All dies geht in diesen Sockel ein und wird um 4% jährlich gesteigert. Und mit dieser Sicherheit, die wir den Hochschulen bieten, gehen aber auch im Gegenzug sehr konkrete, sehr ambitionierte Leistungen einher. Wir haben nämlich uns verbindliche Ziele miteinander gesetzt. Verbindliche Ziele für bessere Lehre, für mehr Chancengleichheit, für eine für bessere Beschäftigungsverhältnisse, für Nachhaltigkeit und ganz konkret auch für eine Verbesserung der Betreuungsrelation. Bis 2025 haben sich die Hochschulen mit uns vereinbart, von 72 Studierenden pro Prof auf 62 Studierende pro Prof zu kommen. Insofern haben wir erstmals, und auch das ist historisch, sehr verbindliche Ziele in diesen Hochschulpakt hineinbekommen. Und das gilt auch für die individuellen Zielvereinbarungen in den Hochschulen. Hier reden wir davon, auch, dass es von den Absichtserklärungen, die es vorher gab, jetzt klar zu einem Systemwechsel kommt mit überprüfbaren Kennzahlen. Und insofern, Herr Büger, Sie haben gesagt, wann kommt denn die große Reform? Sie haben sie anscheinend verschlafen, denn all diese Punkte, die ich Ihnen hier gerade benenne, sind eine echte Reform und ein echter Systemwechsel. Und genau in dieser großen Reform hat gerade die Lehre einen besonderen Stellenwert. Wir haben auch ein eigenes Budget hier gegründet, haben die Mittel für die Qualität der Lehre als Anreize für die Qualität der Lehre deutlich gesteigert mit 25 Millionen € jährlich, die sozusagen auch außerhalb der QSL-Mittel noch einmal extra zur Verfügung stehen. So viel zum Rahmen, der ist aber wichtig zu verstehen, denn warum brauchen wir denn das QSL-Gesetz? Wir brauchen es erstens jetzt, und das ist der Grund auch für das Fraktionsgesetz, für das ich mich sehr herzlich bedanke, weil wir ja zum einen den Hochschulpakt gerade erst entsprechend wir haben selbstverständlich abgestimmt, das ist ja kein, ist, glaube ich, kein Geheimnis in einer Koalition. Denn wir haben zum einen in der Frage des Hochschulpaktes, der ab 2021 gilt, ja jetzt die QSL-Mittel, die darin aufgehen. Und zum anderen das Hochschulgesetz, und das wurde gerade wunderbar entsprechend erläutert, das können wir nicht alles parallel aufsetzen. Das gilt sowohl für ein Ministerium als auch für die vielen Hochschulen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen jetzt einen Zwischenschritt. Also insofern brauchen wir das Gesetz jetzt, damit es rechtzeitig in Kraft tritt, bevor dann die QSL-Mittel integriert sind. Das ist der Grund für das Tempo. Herr Kollege Büger, danach hatten Sie gefragt. Was sind jetzt die Gründe, warum brauchen wir dieses QSL-Gesetz inhaltlicher Art? Ich habe gerade ausgeführt, wir haben endlich nicht die QSL-Mittel als Add-on für die Frage Qualität der Lehre, sondern als integrierten Bestandteil. Also das heißt, Ziel und Zweck der QSL-Mittel gehen systematisch im Hochschulpakt auf. Genau so wichtig, wie das bei der Abschaffung der Studiengebühren damals war, einen Fokus auf die Qualität der Lehre zu legen, so wichtig war es jetzt, dass es systematisch in vielen Bereichen im Hochschulpakt als verbindliches Ziel aufgeht. Und insofern können wir sagen, der Auftrag ist bestmöglich integriert. Und zusätzlich möchte ich an dieser Stelle auch noch daran erinnern, dass wir zusätzliche 300 W-Stellen für Professorinnen und Professoren geschaffen haben, die diese Betreuungsrelation entsprechend stärken. Der zweite Punkt, warum dieses QSL-Mittel so wichtig ist, ist, dass es sich wirklich sukzessive mehr Probleme ergeben haben. Es wurde gerade eingeräumt, hätte man es von Anfang an dynamisieren sollen. Klar war, es war wichtig, dass die studentische Mitbestimmung dort gebildet worden ist, aber man hat zunehmend gemerkt, es ergeben sich Probleme. Deswegen freue ich mich auch über die prinzipielle Bereitschaft von vielen hier im Haus, auch da konstruktiv sich an dem Gesetz zu beteiligen. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil tatsächlich durch diese Projektmittel einfach auch Probleme entstanden sind. Probleme, dass es um die Frage der Beschäftigten ging, das wurde hier schon deutlich ausgeführt, als auch einfach um längerfristige Projekte auch auf den Weg zu bringen. Und insofern soll es jetzt eine klare Trennung geben, eine klare Trennung zwischen den
dauerhaften Aufgaben der guten Lehre einerseits und den innovativen Projekten zur Stärkung der guten Lehre andererseits. Genau das soll damit erreicht werden. Für diese Frage der dauerhaften Grundaufgabe ist es auch so wichtig, dass dieses Sockelbudget, und das wurde ja jetzt auch mehrfach schon positiv erwähnt, jetzt dynamisiert wird, damit man wirklich eine Steigerung erfährt für die dauerhafte Aufgabe. Für die innovativen Projektmittel ist es aber gleichzeitig auch wichtig, dass wir genau hier den Wesen der QSL-Mittel auch weiterhin berühren. Und deswegen kommt der dritte Punkt, warum brauchen wir das Gesetz? Weil wir die studentische Mitbestimmung hochhalten wollen. Diese studentische Mitbestimmung bei den QSL-Mitteln war eine wichtige und ist uns eine wichtige. Und trotz der Integration dieser QSL-Mittel in das Grundbudget darf diese studentische Beteiligung nicht verloren gehen. Und insofern haben wir uns zum einen darauf geeinigt in der Koalition, und darauf wurde hingewiesen, dass wir am Hochschulgesetz ja entsprechend dann im kommenden Jahr auch, also dass wir mitten in der Arbeit sind, aber dann entsprechend dieses Gesetz erarbeitet wird. Und deswegen brauchen wir jetzt diesen Zwischenschritt. Und auch hier, die Studienkommissionen bestehen ja. Frau Kollegin Sommer, Sie hatten Sorge, dass jetzt sozusagen etwa das jetzt in eine Zeit fällt, wo nichts mehr passiert. Die Studienkommissionen existieren ja auf dezentraler Ebene, auf zentraler Ebene. Und genau diese Studienkommissionen sollen entsprechend weiterhin für 10% dieser QSL-Mittel entsprechend mitbestimmen sollen. Die paritätische Besetzung haben wir im Gesetz fest verankert, sodass aus unserer Sicht es weiterhin diese studentische Mitbeteiligung auf hohem Niveau gehalten werden kann. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Kompromiss in der Frage von Verlässlichkeit auf der einen Seite und studentischer Mitbestimmung für innovative, wichtige Projekte auf der anderen Seite. Insofern. Dieses Gesetz ist ein Zwischenschritt einer Transformation insgesamt der Frage, wie wir es schaffen, in einer partizipativen Entscheidungsfindung der Hochschulressourcen diese QSL-Mittel zu gestalten. Jetzt dieses QSL-Gesetz und dann im Hochschulgesetz im kommenden Jahr dann die feste Verankerung. Insofern ist das, glaube ich, eine kluge Lösung, um einem realen Problem entsprechend zu begegnen und hoffentlich die Verunsicherung, die wir natürlich auch wahrgenommen haben, bestmöglich aufzufangen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Beratung. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit sind wir am Ende der Aussprache zur ersten Lesung. Wir überweisen das Gesetz zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WKA.